sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute sprechen mit Ihnen über interventionelle Therapie bei der Komplikation des Morbus Crohn. Wie Sie wissen, sind Sessiv-Arrhythmosen eine häufige Komplikation im Verlauf des Morbus Crohn. Bei Diagnosestellung weisen rund 10% der Patienten bereits Schlimmungen auf. Dieser Anteil steigt im Laufe der Erkrankung weiter an und betrifft nach 10 Jahren rund 8 Drittel der Patienten. Häufig treten diese Schlimmungen in anastomalen Bereichen nach zuvor erfolgter Operation auf. Und wenn früher anastomale Schlimmungen operiert, haben sich insbesondere in den letzten Jahren zunehmend Medikamente als konservative und endoskopisch-interventionelle Therapieoptionen etabliert. Die Entscheidung, welche Therapie im Einzelfall am besten geeignet ist, ist im klinischen Alltag oftmals eine Herausforderung und sollte immer im interdisziplinären Austausch zwischen Gastroenterologen und Chirurgen erfolgen. Die Einleitung einer adäquaten Therapie einer Stenose erfordert Informationen über die aktuelle Klinik des Patienten. Also liegt eine Notfallsituation vor, steht ein Ius oder eine Perforation, vielleicht ein Subilius oder ist die Klinik doch eher asymptomatisch? Wie ist das Erkrankungsmuster? Fistulierend, stenosierend? Wie ist die Stenose an sich eher narbig, eher entzündlich? Wie ist die Länge und die Erreichbarkeit? Wie ist das Ausbreitungsmuster isoliert oder ausgedehnt? Wie war die bisherige Therapie? Hat der Patient ein geeignetes Medikament bekommen in entsprechender Dosierung? Wie geht es um die Compliance? Wie war das Nebenwirkungsprofil und das Ansprechen in der Vergangenheit? Bei Folgen einer manifesten Überraschung in Ius bzw. einer Perforation ist die Operation natürlich unumgänglich. Und man muss feststellen, dass sich innerhalb von 10 Jahren letztendlich 3 von 4 Patienten einer Darmresektion unterziehen müssen. Leider müssen wir auch feststellen, dass sich trotz aller Fortschritte in den letzten 20 Jahren kein signifikanter Unterschied in der Operationsfrequenz ergeben hat. Und Ziel einer Maßnahme sollte natürlich immer sein, ausgedehnte Resektionen zu vermeiden, um halt ein Kürzarmsyndrom zu verhindern. Die Sondersituation ist der isolierte, begrenzte illusikale Befall, da hier ein bedeutender Anteil der Patienten, nämlich deutlich mehr als 50%, postoperativ langfristig beschwerdefrei oder arm bleiben. Und das spiegelt sich auch in den aktuellen ECOLAI-Linien und in der deutschen S3-Linie wieder, die nämlich in einer derartigen Konstellation auch eine frühere Operation und weitere Eskalation der immunsuppressiven Therapie vorschlagen, dass das zumindest mit dem Patienten in diesem Fall diskutiert werden sollte. Derzeit läuft in den Niederlanden eine Studie, Legfrei, das ist eine randomisierte, kontrollierte Studie, bei der die primäre laparoskopische Isokalpapillaresektion mit einer Infliximab-Therapie verglichen wird. Insbesondere die entzündlichen, nicht-narbigen Stenosen, oder bei den entzündlichen, nicht-narbigen Stenosen steht natürlich die medikamentöse Therapie im Vordergrund. Und wie ist jetzt das Management im Einzelnen? Patienten sollten initial flüssige Kost, eventuell sogar Nahrungsreize halten, gegebenenfalls mit dem Magensonne oder Tribunensonne bei Infusionslicht werden. Die Therapie also muss intensiviert werden auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, sollte natürlich mit einer Maschinenmoderation und klinischer Kontrolle erfolgen. Und bei refraktärem Verlauf muss die Operation erfolgen. Großstreckige, endoskopisch erreichbare, narbige Stenosen können interventionell dilatiert werden. Das sagt auch die S3-Linie. Es ist aber tatsächlich definitiv geklärt, bis zu welcher Stenosenlänge eine Dilatation durchgeführt werden kann und sollte. Ebenso besteht keine einheitliche Standardisierung bezüglich der Dauer des Maximaldrucks, des Dilatationsvorgangs, der Anzahl der Wiederholungen und auch des korrekten Intervalls bis zum nächsten Intervall. Ich möchte Ihnen sagen, wie viel das hier handhaben, also Stenosen bis 5 cm sind endoskopisch gut zu dilatieren, insbesondere kurzstreckige Stenosen unter 4 cm gehen in der Regel mit einem langen operationsfreien Intervall einher. Also bei uns mit 5
15 bis 20 mm Durchmesser verwendet werden. Die Dilatationsdauer soll 60 Sekunden betragen. Sonst gilt es, dass die Komplikationsrate mit der Verwendung von größeren Ballons wie mehr oder 25 mm deutlich ansteigt. Und auch in den Studien konnte gezeigt werden, dass die Erfolgsrate unabhängig von dem Durchmesser ist. Also ein größerer Ballon bringt hier keinen Vorteil. Eine endoskopische Kontrolle gegebenenfalls mit weiterer Dilatation sollte dann im Abstand von 1 bis 2 Wochen erfolgen. Und das sollte so lange fortgeführt werden, bis die Chemotherapie mit dem Endoskop passierbar ist. Das alles natürlich unter chirurgischem Standby, denn die Komplikationsrate wird unterm Strich mit 5% angegeben, wobei die Perforation mit, ja, gut, knapp 1,5% am häufigsten sind. Die restlichen Komplikationen, denke ich, sind durch den Endoskopiker auch meist bekannbar, ohne dass wir den Chirurgen dafür brauchen. Insgesamt haben sich die endoskopischen Interventionen in mehreren Studien als sofort und nachhaltig erwiesen. Das ist meist ein sofortiger Erfolg in 95% der Fälle zu verzeichnen. Und auch nach 5 Jahren sind die Erfolgsraten noch gut mit 50 bis 90%. Man kann sagen, dass unter Schluss der Operation durch eine Dilatation um 3 Jahre verzögert werden kann. Leider gibt es bislang keine Parameter zur Beurteilung des Langzeiterfolgs. So unterscheidet sich das interventionsfreie Intervall weder aufgrund der endoskopisch bestimmten entzündlichen Aktivität des Crohns noch ist es irgendwie abhängig vom Serum CRP. Auch die intramorale Injektion von Steroiden, also Triamcinolon oder Voronica, hat nur einen Vorteil bei den pädiatrischen Patienten gezeigt. Leider bringt das bei den Erwachsenen keinen positiven Effekt. Zur praktischen Veranschaulichung habe ich noch ein Fallbeispiel mitgebracht, eine 33-jährige Patientin, die halt vor 2 Jahren die Diagnose Morbus Crohn bekommen hat. Zudem besteht schon seit langem eine idiopathische juvenile Arthritis, weswegen sie von den Rheumatologen behandelt wurde, über 9 Jahre mit MTX, dann in Breel, und dann hat sie seit 16 Monaten Erhaltungstherapie mit Adalimumab bekommen, unter Berücksichtigung des chronisch aktiven Verlaufs und der Arthritis, und am Land hat sich eine nicht passierbare Stenose gezeigt. Die sehen Sie hier, eine überwiegend narbige, nicht passierbare Stenose, die dann in einer zweizeitigen Sitzung zunächst über 12 auf 13,5 und dann auf schlussendlich 15 mm dilatiert werden konnte. Anschließend war die Stenose gut passierbar. Es zeichnen sich dann quasi oral vers weiße achtwinkel Läsionen im Zugrund und Astenläsionen, das im Kehlmikron war, aber im Gegensatz zu dem Vorbefund ist uns frei, weswegen die Patientin dann weiter mit Adalimumab behandelt wurde und derzeit befindet sich in guter, stabiler klinischer Revision. Ohne jetzt empirische Beweise vorzugreifen zu wollen, ist doch der Vollständigkeit halber ganz klar Sätze auch zur chirurgischen Therapie sagen. Also, Einigkeit besteht darüber, dass Medikamente zur refraktären Stenose natürlich irgendwie invasiver behandelt werden müssen. Unklar ist aber nach wie vor aufgrund fehlender Studien, welche der zur Verfügung stehenden Methoden da die richtige ist. Die Stenoplastik ist zwar darmerhaltend, kann aber nicht immer angewendet werden. Als Kontraindikation gelten Phlegmonen, Fissuren, Blutungen und natürlich der Verdacht auf Malignität. Und hier diese unkonventionelle Techniken können auch in der Pflege Stenosen da angegangen werden. Ich denke, da werden Sie gleich noch einiges zu hören. Eine Resektion kann natürlich de facto immer durchgeführt werden, hat aber auch den größten Funktionsverlust zur Folge. Obwohl man sagen muss, dass durch die heutigen eher sparsamen Resektionstechniken die Gefahr des Kurzdarmsyndroms gering sind. Hier nochmal die Charakteristika von Ballondilatation, Chiproplastik und Resektion im Vergleich. Also die Vorteile der Ballondilatation sind sicherlich in der Morbidität, natürlich sind sie minimal invasiv und Funktionsverhalt. Die Resektion ist praktisch immer anwendbar und Chiproplastik liegt so dazwischen. Für den Patienten auch immer wichtig, also alle chirurgischen Verfahren können prinzipiell laparoskopisch durchgeführt werden. Insbesondere gibt es eine Grad 1 Evidenzempfehlung für die
Abwasserpumpen, Heliosakralpumpen, Resektionen, dass der Zugang sich der offenen doch deutlich überwunden ist. Und auch eine weitere Minimalisierung der Operationstechniken, die das Buch einen Vorteil bringt, bleibt abzuwarten. Ich wollte Single Pro Access oder Notes. Die Rezidivfragen in der Literatur sind ähnlich, werden somit 10-30% nach 5 Jahren und knapp der Hälfte nach 10 Jahren angegeben. Sie erscheinen insgesamt etwas niedriger als nach der Ballonrelaxation. Aber eine abschließende Bewertung ist aufgrund fehlender Evidenz derzeit nicht möglich. Extraabdominelle Abszesse bei Patienten mit Morbus Crohn sind potenziell lebensbedrohliche Komplikationen, die bei doch bis zu 10% der Patienten auftreten. Und die SI-Leitlinie lässt uns da ziemlich feierend, oder man könnte sagen, sie lässt uns auch ein bisschen im Stich. Schlägt nämlich vor, kalkulierte Antibiose, Drainage, eventuell plus zweizeitige Operation oder direkt operieren. Warum ist das so frommig formuliert? Also, diese Empfehlung basiert überwiegend auf kleinen Fallserien, eine größere oder gar prospektiv randomisierte Untersuchung gibt es bislang nicht. Und deswegen herrscht auch nach wie vor eine kontroverse Diskussion vor, was jetzt die optimale Therapie für den Patienten ist. Primäre Operation oder interventionelle Therapie mit Drainage. Und genau zu diesem Thema gibt es immerhin eine retrospektive Analyse aus Spanien mit doch 128 Patienten aus 5 Universitätsklinikern. Und die Autoren konnten zeigen, dass trotz interventioneller Therapie bei 2 Drittel trotzdem zuvor bzw. mittelfristig operiert werden musste. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass 1 Drittel auch interventionell konservativ ausreichend behandelt war und die Operation so entbehrlich war. Jetzt wäre es natürlich schön, irgendwie Faktoren zu haben für eine Risikostratifizierung, um besser einteilen zu können, in welche Gruppe der Patient der Vorliegt wohl gehört. Und da konnten wir so zumindest 3 Prädiktoren für ein konservatives Therapieversagen formulieren. Das sind Psoas-Abszesse, eine begleitende immunsuppressive Therapie und größere Abszesse über 4 cm. Es stellt sich im klinischen Alltag die Frage nach dem optimalen Operationszeitpunkt und wir wollen diesen Patienten natürlich in einem bestmöglichen Zustand den Chirurgen in die Hände geben. Und da kann man sagen, dass eine Malnutrition ausgewichen werden sollte, insbesondere die Träger-BMI oder Gewichtsverlust von mehr als 10% in den letzten halben Jahr, beziehungsweise Albumin, was unter 30 Gramm pro Liter liegt, sind potenzielle Risikofaktoren und sollten präoperativ, sofern möglich, durch eine spezielle Ernährungstherapie, entweder enteral oder auch parenteral, ausgeglichen werden. Natürlich müssen uns auch die aktuelle oder kürzlich zurückliegende Medikation berücksichtigt werden. Die Datenlage zur deren postoperativen Zeit von Acetylcholin und Biologika ist kontrovers. Trotzdem wird in den aktuellen Regularlinien festgestellt, dass die meisten Studien eher auf ein nicht erhöhtes Risiko hindeuten. Trotzdem sollte nach Möglichkeit die Operation im Therapieintervall und nicht im Zeitraum der maximalen Wirkung durchgeführt werden. Bezüglich der Steroidmedikation ist die Dosierung entscheidend. Mehr als 20 mg SDA für mehr als 6 Wochen gehen auch mit einem erhöhten perioperativen Risiko einher. Damit kommt schon zum Fazit und zur Zusammenfassung. Die Domäne der medikamentösen Therapie ist der akute Flug mit überwiegend entzündlicher Stenose. Die endoskopische Ballonrelaxation kann versucht werden bei endoskopisch erreichbaren Stenosen ohne Entzündung bis 5 cm. Und die Operation natürlich in allen anderen Fällen längere Stenose nicht erreichbar oder insbesondere dann, wenn noch weitere Komplikationen auftreten, wie Abszesse, Fisseln oder der Verdacht auf Malignität.